Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch zeigen, was ich in Hamburg dabei hatte in 12 Tagen und womit ich mich geschminkt habe, wenn es nicht zu super heiß ist oder wir verabredet waren und ich einfach geschwitzt habe wie ein Schwein. Genau, das wollte ich euch zeigen und sozusagen eine 12-tägige, naja, nicht wirklich, aber eine Review geben über Produkte, die ich benutzt habe. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen einfach. Ich habe schon ewig kein Video mehr gedreht, also über einen Monat. Ja, keine Ahnung. Das war die Kosmetiktasche, die ich am Schluss gekauft hatte. Ich hatte eine kleinere dabei. Ich hatte ungefähr 3 Taschen. Ja, einmal eine Pinseltasche, einmal eine Beauty Bag und noch eine kleinere Beauty Bag. Weil ich einfach nicht so einen Koffer dabei hatte. Und den habe ich in Woolworth gefunden, übrigens für 6,99 €. Ich fand die Farbe interessant und zeige euch einfach, was da drin ist. Zum einen hatte ich Nagellack dabei, die ich einfach aufbrauchen möchte. Ich sehe, mein Sohn war da dran. Echt? Also, ich weiß nicht warum, aber Kinder müssen unbedingt da dran. Ich hatte einmal einen Überlack von Orly. Den mag ich sehr, sehr gerne. Wie ihr seht, habe ich gerade derzeit gar nichts drauf, weil einfach die Temperaturen... Heute ist es zwar abgekühlt, aber ich sag's euch, ich habe einfach mal in der Bude 26 Grad und schwitze mir eine ab. Egal, was ich mache, dann habe ich noch Überzucker. Dann kommt das noch dazu, dann trinke ich warm Kaffee. Es ist fertig. Ich bin fix und fertig, wenn ich mit dem Video durch bin. Dann habe ich hier ein Unterlack. Ich habe gesehen, Mama hat denselben, also falls der leer gehen sollte und ich keinen Unterlack habe, muss ich keinen kaufen. Meine Mutti hat genau denselben, den ich ihr gegeben habe, weil ich gedacht habe, ich brauche das nicht im Leben. Aber wie ihr seht, und 2 Farblacke hatte ich dabei. Zum einen habe ich dabei gehabt den hier. Und zum anderen hatte ich dabei den hier. Na. Also es gibt hier auch kein Fokus Boom Boom Room. Der verfärbt sich immer so gelblich. Das sieht dann ganz komisch aus auf den Fingern. Also nach dem zweiten, dritten Tag sieht er echt nicht schön aus. Der da ist so ein bisschen wie Watermelon. Mag ich es wirklich sehr gerne. Werde ich auch meine Fußnägel und Fingernägel heute gestalten, wenn ich dazu komme. Also ich habe heute einfach keine Kinder und genieße meinen freien Tag und mache einfach das, wonach mir Lust ist. Also ich habe heute einfach Lust gehabt zu frühstücken. Also ich habe jeden Morgen Lust zu frühstücken, seitdem ich nicht rauche. Dann was habe ich denn gemacht? Genau, Spülmaschine eingeräumt, also so ein paar Haushaltsdinger. Dann habe ich Wäsche abgehängt. Ich habe einen Riesenberg Wäsche zu bügeln. Und ich habe Papierkram, also was heißt Papierkram, aber das da muss eigentlich entsorgt werden. Also je nachdem, wie ich dazu komme, werde ich den auf jeden Fall auftragen, weil das ist den ich einfach leer machen möchte, weil ich Essig super teuer finde und die Qualität einfach, ja, ich kann auch ein Essence drauf schmieren, macht mir nichts aus, aber mein Lieblings ist Sally Hansen. Genau. Dann habe ich in meiner Super Beauty Bag eine Mascara drin gehabt. Ich zeige euch mal, ich habe 2 neue gekauft gestern, ich war kurz im DM mit vorne. I Love Extreme Crazy Volumen Mascara. Es ist einfach kaputt. Also es ist mir kaputt gegangen und ich habe sie eigentlich nur benutzt und war zu geizig, 2 Euro, 3 Euro auszugeben. Habe sie die jetzt benutzt und werde sie jetzt entsorgen, weil einfach das nervt mich, dass es nicht zugeht. Ich werde mir sie auch nicht mehr zulegen. Das ist nicht mehr die Mascara, die ich mir... ja, wünsche. Ich habe mir gestern meine Lieblings von Essence nachgekauft. Übrigens bin ich ungeschminkt. Bis auf meinen Bart habe ich so ein bisschen versucht, Make-up-Resten wegzumachen, weil ich sehe einfach aus wie... Na, ich könnte auch malen. Ich könnte mir meinen Bart einfach auch hinmalen. Crazy Volumen Mascara mochte ich früher gerne, aber ist nichts mehr für mich. Deswegen werde ich das in die aufgebrauchte Kiste schmeißen und gut ist. Dann hatte ich mein Love Puder mit. Das ist so ein Gemisch mit allem. Ja, habe ich gut verwendet. Es ist auch wirklich sehr gut zum Baken und sowas gewesen. Also da waren sämtliche Puders, die so zerbröselt sind, drin. Dann habe ich auch ein-, zweimal dieses Make-up hier benutzt von Essence. Ich muss sagen, ich habe derzeit eine sehr ölige Haut und eigentlich auch gar keine problematische. Bis auf natürlich, seht ihr, wie am Schwitzen ich eigentlich bin. Das Mousse Make-up fand ich auch ganz in Ordnung, hat nicht ausgetrocknet, was es normalerweise immer macht.
aber da ich eine reichhaltige Haut habe derzeitig, ist es in Ordnung. Und es geht super schnell, werde ich versuchen, jetzt im Sommer, Spätsommer leer zu machen, weil es einfach farbtechnisch, ihr seht, ich bin braun, also ihr seht mein Gesicht und ihr seht meine Hautfarbe. Es passt ganz gut, das ist die Nummer 1, Mazent, und werde ich auch leer machen. Dann habe ich von Avon, das habe ich gar nicht benutzt, aber es ist nur noch die Hälfte drinne. Ich finde das Make-up wirklich super. Also wenn ihr wirklich ein Avon-Produkt mal ausprobieren wollt, kann ich euch dieses Avon True Color, ich habe jetzt die Farbe Cream, dieses Make-up, also ich mochte es sehr gerne, bis auf den Pumper. Ich habe noch nie so einen dünnen Schlauch gesehen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr dünn und kommt sehr wenig raus. Ich mache das so und deswegen wird es auch bei mir dann leer gemacht. Ich mag das sehr gerne. Das ist das nächste Produkt, was aus meiner Sammlung eigentlich verschwinden soll. Ja. Dann als Concealer habe ich drei Stück benutzt, drei mitgenommen, habe aber nur einen benutzt. Quatsch, ich habe einen vierten benutzt. Ich hatte vier dabei. Ich bin ja verrückt. Ich bin ja verrückt. Einmal hatte ich ein Urban Decay Naked Skin in Peach dabei, um mein Bart. Also das sind Das ist kein Bart, kein Damenbart. Es ist eine Pigmentstörung derzeitig. Hier, hier und hier oben habe ich derzeitig durch die Schwangerschaft eine Pigmentstörung. Das habe ich auch unter den Armen letztes Jahr, letzte Schwangerschaft gehabt. Es geht vorbei. Ich bin auch ganz froh, wenn es dann rum ist. Ich habe super viele Sommersprossen bekommen. Also ich bin richtig, ja. Richtig gesegnet worden durch die Sonne. Und ja, ich kann. Also das funktioniert, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Ne? Also es muss nicht unbedingt sein. Dann habe ich den von P2, da ist was anderes drin, da ist einer von Essence drin. Den habe ich einfach, ja, als Concealer mitgenommen, aber habe ich nicht gebraucht. Genauso wie ich den Essence nicht gebraucht habe, aber den finde ich auch in Ordnung. Er ist ein bisschen pastös. Ich mag aber mein allerliebster ist einfach der von Catrice. Ich finde, ich komme am allerbesten mit dem klar. Er hat Duftstoffe drin, aber mich stört es nicht. Also es reizt nicht meine Augen. Ich finde ihn dünn, aber doch deckend. Und deswegen ist es mein absoluter Favorit seit Jahren. Ich zeige euch mal, welchen ich noch dabei hatte. Weil ich habe hier so, eben, das war meine Beauty Bag, die ich dabei hatte. Die muss jetzt auch in die Reinigung. Also das heißt in meine Waschmaschine rein. Ich liebe diese Tasche, kann mich einfach nicht trennen. Aber da passt halt nicht alles rein, was ich mitnehmen möchte. Ihr seht ja, ne? So, dann hatte ich nämlich mit diesen Yves Saint Laurent Concealer. Ich muss sagen, All Hours. Es ist All Hours Concealer von Yves Saint Laurent in der Farbe. Boah. 40 PD2. Ja, ich habe ihn großzügig aufgetragen. Also ich habe es. Ja, da ist auch fast nichts mehr drin. Also ich weiß nicht, man kann schon auf den Boden gucken. Ich habe ihn hier aufgetragen, habe einen großen fluffigen Pinsel, also so einen Make-up-Pinsel zum Beispiel, den Sigma Flat Kabuki 80, zack, 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 zack und fertig. Ja? Das hat super funktioniert. Werde ich auch jetzt weiterhin verwenden. Das sind bestimmt noch drei Anwendungen drinne für das, wie ich ihn benutzt habe. Nicht zu viel wegen diesen scheiß Masken. Also, es ist schwierig. Dafür war er in Ordnung. Also, als Make-up-Ersatz war er in Ordnung. Weiterhin würde ich ihn einfach. Ich würde ihn nicht kaufen. Er ist keine 26 Euro oder was er kostet, wert. Um Gottes Willen. Als Puderon hatte ich noch ein Puder drin von LE von Essence. Das ist so ein weißes. Und das riecht unglaublich lecker, wenn man es aufträgt. Da habe ich auch ein großes Hintepin. Und es ist echt gut. Es mattiert sehr, sehr schön. Super fein im Gesicht. Also es wirkt nicht wie ein Puder, sondern es hat so einen Feinschliff. Bis auf man gleich schwitzt. Also wenn ich mich jetzt schminken würde, ich muss warten erstmal, bis ich mich abkühle oder erstmal duschen gehen. Draußen regnet es gleich. Drinnen sind 26,9 Grad. Und ich schwitze einfach. Mir ist einfach heiß. Ja, da ist ein Ventilator. Läuft bei mir, ja? Und hier schwitze ich. Dieses Puder fand ich sehr, sehr gut. Also, falls ihr das daheim habt, benutzt es.
Aber wenn man schwitzt, dann entwickeln sich so weiße Punkte, die sollte man dann ein bisschen mit dem Beauty-Eye wegnehmen und dann geht's eigentlich. Also so war es jetzt bei mir zumindest. Für die Augenbrauen. Ich hatte noch eine Mascara mit. Eine Mascara hatte ich noch mit und zwar diese hier. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Mascara. Ich hatte auch noch eine von Clinique dabei, die habe ich meiner Mutter vererbt. Catrice Glam and Boost, die werde ich mir auch mal zulegen. Die hat also ein kleines Bürstchen und funktioniert wirklich gut. Also sie tut wirklich die am Wurzeln packen und zieht sie mit hoch. Gefällt mir gut, sind 8 Milliliter drin. Ich habe mir jetzt eine neue von Catrice gekauft und mein All-Time-Favorite von Essence Lash Princess in Grün nachgekauft und ja. Die mag ich sehr gerne und werde ich jetzt auch weiterhin so ein bisschen zur Trennung benutzen, denn da ist nicht mehr ganz so viel Produkt dran und ich mag nicht so 3 Jahre warten, bis ich irgendwie Mascara drauf habe. So, für die Augenbrauen habe ich mitgenommen einmal den Catrice Brow Pencil Pro Superproof Long Lasting. Das ist so ein Stift hier. Ich muss sagen, ich habe die Hälfte in Hamburg jetzt auch aufgebraucht. Ash Blond habe ich die Farbe, das ist mit so einem Teilchen. Ich vermute, dass dieses Teilchen ganz, ganz gut geeignet ist, um, fällt mir jetzt gerade so ein, habe ich aber nicht benutzt dafür, um unter der Augenbrauen so ein bisschen zu säubern. Denn so an sich funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Boah, ich bin einfach verschwitzt. Ja, ich muss es zum dritten Mal sagen, sonst wird das nichts. Ich mochte es nicht und ich würde es auch nicht nachkaufen. Also ich mache natürlich das Ding leer, weil einfach nicht mehr so viel drin ist. Das ist schon alles ausgedreht. Es funktioniert sehr schnell. Manchmal habe ich es auch abgepudert, also abgepudert, indem ich dieses Puder hier benutzt habe. Das ist ein Lidschatten, aber ein sehr aschiger Lidschatten und somit habe ich nochmal verdichtet hinten. Vorne habe ich es dann meistens gelassen. Derzeitig, wie gesagt, habe ich überhaupt nichts im Gesicht. Außer Gesicht. Ja. Dann Make Me Brow habe ich auch ab und zu mal benutzt. Also wie gesagt, ich habe mich nicht jeden Tag geschminkt. Ich bin auch super gerne ungeschminkt, weil es einfach viel zu heiß ist. Mir läuft einfach die Suppe darunter und wer hat einfach Bock da drauf? Entweder sind es meine Hormone oder es sind meine Hormone oder es sind meine Hormone, denn ich habe noch nie ja, so geschwitzt wie jetzt. Dann habe ich diese ein Ei dabei gehabt und manchmal habe ich damit auch abgepudert. Und ja. Ich liebe sie. Sie kosten 13 Euro vielleicht bei Amazon. Und ich habe schon mal ein Video darüber gedreht, über diese Eier. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein grünes und ein schwarzes. Also ich benutze immer noch die Eier, die ich vom Februar habe. Ne? Februar, nicht dieses Jahr, vorletztes Jahr. Also letztes Jahr. Februar, ich benutze sie jetzt 1 Jahr lang. Da ist nicht, also kein Riss oder sowas. Oder hatte ich mal einen Riss? Doch. Also das Einzige, was passiert ist, ich weiß nicht, ob man das hier erkennt, hier so ein bisschen abgegangen, aber es ist nicht wie der Beauty Blender, dass er innen drin so mosch wird und dann irgendwie zerfetzt. Also, ja. Genau, Primer-mäßig hatte ich von Catrice was dabei. Habe ich nicht benutzt, weil ich einfach geschwitzt habe wie ein Schwein. Das muss ich ja immer wieder dazu sagen. Dann bin ich gerade auch am Leermachen von Becca hier. Das ist Becca Shimmering Skin Perfector. Habe ich mir immer hier aufgetragen. Da und habe das so in die Foundation eingearbeitet. Und bin dann nochmal mit dem Highlighter drüber. Und es ist echt schön. Ich glaube nicht, dass ich es brauche. Also es ist jetzt kein Produkt, was ich unbedingt nochmal haben müsste. Aber ich fand den Effekt schön. Also ich habe es gerne benutzt. Es ist auch fast leer. Also ich hatte. Ja, es ist fast leer. Ich glaube, es ist in meinem Projekt gewesen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich muss einfach ein Update machen. Ich habe die Sachen jetzt natürlich weiter benutzt als die anderen Mädels. Habe sozusagen geschummelt, aber ich hatte auch keine Zeit, vorher ein Video zu machen. Wollte sie jetzt nicht halb leer zu Hause lassen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich habe es aber abgewogen, bevor ich weggefahren bin. Also von daher, ja. Hier habe ich noch eine Tagespflege drin gehabt. Ja. Benutze ich nicht, weil ich derzeit einfach keine Tagespflege brauche. Ich habe einfach die öligste Haut meines Lebens. Und das ist auch okay. Dann habe ich als Highlighter tatsächlich nur einen dabei gehabt, also ein Wecker-Highlighter. Wie ihr seht, es ist so ein bisschen Rouge und
sieht es aus. Es ist so ein reflektierender. Ich finde den super, super schön. Also, könnt ihr das erkennen? Das sieht super schön aus. Und der heißt auch ganz interessant. Ah doch, das Kämmerchen fokussiert doch. Okay, gut zu wissen. Auf jeden Fall habe ich den super gern benutzt. Er ist mir leider gebrochen, da musste ich ihn pressen. Und seitdem benutze ich ihn gerne. Also, obwohl ich eigentlich ja immer so kaputte Sachen nicht benutze, weil ich einfach, ich weiß es nicht, ich habe so eine Macke irgendwie. Sobald ein Lidschatten auch raus ist, benutze ich die Palette nicht mehr, die komplette. Also auch Hittepen oder sowas. Ich habe einfach einen Vogel da, was das angeht. Dann habe ich extra mitgenommen, so Creme-Lidschatten, um zu gucken, wie weit ich sie nutze. Das sind die Eyelights von BH Cosmetics. Mein allerliebster ist der hier einfach. Der ist so geil. Der ist so, so, so geil. Der Psych. Es ist einfach so geil. Holographisch schon auf den Augen auch. Dann habe ich auch den hier benutzt. Das ist so ein Orange-Kupfer. Gelb-Orange-Kupfer. Lila ist auch dabei. Der heißt Gai-Pai. Ich muss sagen, sie sind so krümelig. Also, sie sind sehr krümelig. Ein zweites Mal würde ich sie mir leider nicht kaufen, weil einfach die Formulierung nicht passt. Aber die Farben, schaut euch die mal an. Ich habe sie, glaube ich, alle. Ich habe 6 Stück davon und ich glaube, es gibt auch nur 6. Ich finde sie wunderschön, habe sie gerne benutzt. Wie gesagt, sie haben gecreased. Ich muss sagen, auf Fotos hat man es mehr gesehen, als wenn man so im Tages, also wenn du dich selber angeguckt hast und auch mal so die Augen hattest, hat man es nicht gesehen, dass es in der Lidfalte ein bisschen gekrümelt hat. Der Effekt war einfach schön. Wie gesagt, ein zweites Mal von dieser Formulierung her würde ich es mir nicht nachkaufen. Aber ich würde mir nochmal so Creme-Lidschatten holen. Auf jeden Fall den hier. Also der ist richtig, richtig geil. Und das war's dann. Die anderen sind zu. Ja, derzeitig einfach. Für den Sommer finde ich. Also für das Wetter einfach viel zu heiß. Es ist einfach zu warm. Es geht einfach gar nicht. So, einer ist mir flöten gegangen. Dann habe ich Augenstifte mitgehabt. Meine derzeitige Lidschattenbase ist ja die von Sueva. Die funktioniert auch ganz gut. Die creased auch nicht. Ja, mag ich sehr gerne. Das ist die matte Version. Ist in Ordnung. Also, ich kann mich, wie gesagt, nicht beklagen. Sie ist eigentlich 6 Monate haltbar, aber 7,5 Milliliter kann man auch in 6 Monaten gar nicht verbrauchen, weil man super wenig braucht. Und da ist jetzt auch nur noch so viel drinne. Das heißt, ich habe gutes Stück gearbeitet. Und ich benutze echt eine Wurst und die verteile ich dann auf 2 Augen. Also man braucht einfach nicht viel. Ja. Genau. Ach so, Creme-Lidschatten. Also ich hatte noch einen Highlighter dabei. Das ist der Beam. Das ist so ein Creme-Lidschatten von Benefit. Habe ich umgefüllt gehabt, was besser ist im Tiegel. Ja, irgendwie nicht so richtig. So, dann habe ich meinen Dip-Eyeliner von Gabrini Dip Liner Black würde ich mir nicht nachkaufen, weil es einfach zu dick ist. Von der Spitze, ich mag es einfach nicht. Das erinnert mich an Manhattan, meine Freundin zum Beispiel. Die kann sehr, sehr gut mit sowas arbeiten. Ich dagegen, ich werde immer so dickbalkig. Ich hatte mir einen neuen gekauft von Essence. Also, ich kannte den schon, habe aber die falsche Variante gekauft und auch sowas Dickes. Aber damit kann ich wenigstens ein bisschen dünnere Linien ziehen, sag ich mal. Das ist der hier von Essence. Als den ich jetzt habe. Also, schwierige Angelegenheit. Dieser Super Lars, die Black 18 Stunden. Die Spitze ist kacke. Dann habe ich 2 Urban Decay Stifte dabei gehabt. Einmal in Braun. Super gerne auch den Wimpernkranz verdichtet, meine Wasserlinie unten und oben angemalt, einfach Wimpernkranz, ja, Wimperntusche und fertig. Weil ich finde, wenn der Wimpernkranz verdichtet ist oder ein bisschen umrahmt das Auge, sieht das irgendwie weiblich aus. Ich weiß es nicht, es gefällt mir einfach super gut. Ich mag diesen, das ist
Korrupt oder so. Moment mal, du. Könntest du mal fokussieren, du? So. Also ich mag es wirklich gerne und Corrupt. Ja, Light on Eye Pencil. Und dann Rush. Hatte ich damals von der Sarah geschenkt gekriegt. Der war auch doppelt so lang. Jetzt ist er ziemlich kurz, weil ich ihn wirklich gerne benutze. Also ich finde, für das Geld ist er das auf jeden Fall auch wert als Lip Liner, weil er hält einfach doppelt so lange wie ein stinknormaler Eyeliner. Also er ist wasserfest, aber es gibt mittlerweile ja auch wieder wasserfeste Lip Liner in der Drogerie. Die Farbe ist einfach super natürlich kühl. Sie ist ein Rosenholzton in kühler Version. Es sieht so, so schön aus. Man kann auch einen Ticken über seine Lippen malen und dann hat man einfach so Knutschlippen und das sieht einfach toll aus. Also habe ich jetzt nicht, nö, ich finde nicht, dass ich kleine Lippen habe, aber es sieht einfach zum Knutschen gut aus. Genau, das waren diese zwei Stifte. Dann von zu Eva habe ich die Farbe Black to Earth. Ein super schwarzer Kajal. Gel Eye Pencil. Graphitic Eyes. Aus der Black Box war das mal. Benutze ich super gerne. Der ist super schwarz und hält wirklich lange. Und er bleibt auch da den ganzen Tag, wo er sein soll. Ich liebe ihn, kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Einer der besten. Aber aus der Drogerie gibt es auch so eine Gel-Eye-Reihe. Ich wollte mal die von Maybelline testen. Aber ich habe einfach noch so viele Gel-Pencils. Ich komme dazu nicht, sie aufzubrauchen. Deswegen kaufe ich mir derzeit auch nichts nach. Also nur das, was halt leer geht und ich es auch brauche. Ich habe von hier, von Catrice, so ein Stift hier. Was ist die Farbe? Das ist, ja, auf schwarzem Hintergrund sieht das einfach besser aus. Der ist so irisierend. Ich hoffe, das sieht man. Und wenn man mit Schwarz gearbeitet hat, unten am Wimpernkranz und den hier so in dem Innenwinkel macht, das sieht einfach geil aus. Das sieht einfach geil aus und steht einfach vielen Leuten. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich zwei Blushes dabei gehabt. Einmal, weil ich das schon lange nicht mehr benutzt habe, habe ich aber super gerne benutzt. Man sieht auch, das Hittepen wird nicht größer. Nicht wirklich, jedenfalls. Aber es hat so eine mega coole. Da kann man es eigentlich ganz gut sehen. Und ich benutze es einfach gerne. Ich weiß nicht, wie ihr, ja. Und dieses Blush macht mich fertig. Ich benutze es seit über ein halbes Jahr. Da sind 2 Gramm drinne und diese 2 Gramm, das sind die härtigsten. Das ist wie beim Abnehmen, ja? Die letzten 100 Gramm, Mann, das sind die schwersten und oder 2 Kilo oder was weiß ich. Dann mein Bronzing Powder von Verschiss. Ich kann es auch noch nicht. Dieses Puder hier von dieser wunderbaren Marke, die jeder kennt. Verschissens Formulas. ja, genau. Ich bin hartnäckig dabei, es aufzubrauchen. Ich benutze es gerne. Ich finde, es wird immer orangener. Ich würde es kein zweites Mal wahrscheinlich kaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe noch Bronzer. Es ist nicht so, dass ich keine mehr habe. Ich habe auch viele aussortiert und wenn die nicht gekauft werden, dann kann ich sie auch selber benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Kann ich shopping gehen bei mir selber. Von daher, ja, dann habe ich lippentechnisch 4 Dinger damit genommen. Genau, ein Monolidschatten habe ich gar nicht benutzt. Der war von Colourpop. Das High Tide oder sowas. Das ist so ein helles Champagner, sage ich mal, für den Innenwinkel. Habe ich nicht benutzt. Ich habe mich so selten benutzt, da habe ich mich von einer Palette beschränkt, sozusagen, obwohl ich. Ich hatte 2 Paletten dabei. Einmal Jaclyn Hill. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Und dann hatte ich noch eine Palette dabei. Aber die habe ich auch nicht benutzt. Also von daher brauche ich euch da keine Review geben. Ich habe nur die Jaclyn Hill benutzt, weil ich gedacht habe, mich eh so selten in den 12 Tagen geschminkt, sage ich mal, für die 12 Tage, dass ich versucht habe, so gut es geht, irgendwie Jaclyn Hill auszuprobieren. So, NYX Buttergloss, der wird auch verschwinden aus meinem Sortiment sozusagen. Ich finde, er riecht schon ein
einen Ticken anders da als vorher. Da war, glaube ich, auch in meinem Projekt, ich weiß es nicht mehr, ich muss mal gucken auf meine Liste. Dann Intensive Buttergloss von NYX, den schmeiße ich auch raus. Ist super schöne Farbe. Ich weiß, dass Miss Bella den mal empfohlen hat. Der hat mir super gut auf ihren Lippen gefallen, deswegen habe ich ihn mal nachgekauft gehabt. Und zufällig habe ich den dann mal bei Melanie nochmal bekommen. In Mini. Ich hatte den auch in Groß, weiß gar nicht, ob ich den immer noch habe. Die Farbe ist super, super schön, weil es so ein, ja, es ist ein, seht ihr das, so ein Nude Rosé. Aber um ehrlich zu sein, wo soll ich denn so hingehen, wenn wir diese scheiß Masken tragen müssen? Deswegen fliegt der jetzt mal einfach aus der, aus meinem Leben. Aus meinem Leben gibt es nichts mehr als Feuchttücher. Ich finde einfach NYX kippt. Ich finde NYX auch überteuert für die Drogerie. Eigentlich ist es eine Drogeriemarke. Ja, keine Ahnung. Tolle Farbe. Würde ich mir ja irgendwann vielleicht mal nachkaufen. Derzeit ich nicht. Dann hatte ich von Lacombe einen Lippenstift dabei. Das war so ein Peach. Der ist auch sehr, sehr schön für den Sommer. So ein Mini. Ich muss aber sagen, es riecht immer nach Oma und am Arm, diese Dinger da. Die 322M war das. Wenn er leer ist, ist er leer. Ich hoffe, er schmilzt jetzt nicht. Dann habe ich von Urban Decay noch einen. Da bin ich auch hart dabei, ihn aufzubrauchen. Das ist Violet Cream Finish. Ich mag das, weil es so ein zwischen cremig, aber nicht doch zu cremig. Also nicht so, dass es überall rumflutscht, sondern es geht einfach, ja. Ich würde ihn mir nicht nachkaufen, nein, weil er einfach zu kühl. Also es ist so, dass man gucken muss, was man benutzt. Also was für Augen-Make-up man hat. Finde ich sehr schwierig. Da muss man bei dem weniger drauf achten. Vielleicht behalte ich ihn auch noch. Wer weiß, keine Ahnung. Ich kann es euch jetzt im Moment nicht sagen. So. Dann habe ich Sachets mitgenommen, die ich nicht benutzt habe. Parfüms mitgenommen, die ich nicht benutzt habe, weil es einfach viel zu heiß war. Genau, die werde ich jetzt dann irgendwann mal leer machen. Dann habe ich einen Anspitzer mitgenommen, den von Ebeline, finde ich richtig gut, weil er spitzt auch wirklich spitz. Also es gibt manche Sachen, die spitzen irgendwie nicht. Den Essence mochte ich zum Beispiel nicht. Und da kann man den Deckel richtig drauf machen und dann geht nichts in der Kosmetiktasche. So, dann habe ich noch 100... ja, das da, Fixierspray, habe ich, glaube ich, einmal benutzt und fertig. Die Tasche ist leer. Ich zeige euch noch die Pinsel, die ich mit hatte und die Palette von Jaclyn Hill. Mit hatte ich die Volumen 2. Volume, nicht Volumen. Volume 2, so sieht das ganze Ding aus. Ich muss sagen, ich liebe diese Palette. Sie ist wirklich wunderschön. Doch die roten und lilanen Töne, auch die pinken, also diese intensiven Töne hier, das habe ich gar nicht benutzt, aber den hier habe ich benutzt gehabt, das Lila und so, die färben die Lider ganz, ganz stark ein. Ich hatte ja eine Basis trotzdem, also die zu Eva Base, trotzdem war ich, am nächsten Tag musste ich mich fast schon schminken und ich hatte auch kein Abschminkzeug dabei, was so ein bisschen aggressiver war. Um das abzuschminken, vielleicht mit Gesichtswasser wäre es auch besser gewesen, es abzumachen. Aber mit Abschminkzeug, ich hatte einfach ultra pinke Lider. Egal, ob ich lila, pink oder rot, also dieses Weinrot hier benutzt habe. Ansonsten finde ich die Palette wirklich gut gelungen. Man konnte so einen neutralen Look schminken, ein bisschen farbloser, sage ich mal, ein bisschen intensiver. Ich bin noch nicht ganz durch, sie zu testen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe 5 Looks damit geschminkt. Ich mag sie, ich finde sie toll, also ich kann sie euch weiterempfehlen für das Geld und so, sie lässt sich auch gut verblenden, ich hatte keine Probleme damit, also was das angeht, bis auf dieses Abstempeln, habe ich keine Probleme gehabt. Was das Schichten angeht, ging es eigentlich auch. Also, wie gesagt, mir fällt jetzt auch nichts ein, was Negatives. Es kann sein, dass sie weiterläuft. Also weiter aus meinem Sortiment zieht, einfach weil ich sie ausgetestet habe. Ich finde sie schön, ich finde sie gut, wie gesagt, aber ich habe noch andere Paletten zu testen. Und ich möchte eigentlich immer eine kleinere Sammlung haben.
Doch möchte ich mich aber durchtesten. Das heißt nicht, weil ich eine Palette abgebe, dass ich sie dann schlecht finde. Ich finde sie aber nicht so gut, oder sage ich mal, dass ich sie nicht irgendwie anders ersetzen könnte. Ich werde noch ein paar Videos mit ihr machen und so. Es kann auch sein, dass sie, wie gesagt, weitergeht, also dass ich sie dann ins Insta-Sale mache, weil ich einfach eine kleinere Sammlung habe, meine Lieblinge sozusagen, oder sie eintauschen möchte in eine neue Palette. Deswegen würde ich zum Beispiel sagen, dass sie weitergehen soll. Ja. Aber wir werden noch ungefähr so 3 Looks oder sowas damit schminken. Sie ist echt schön. Also gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja, meine Lieben, dann kommen noch die Pinsel, dann sind wir durch. Ich hatte diese Pinselrolle von BH Cosmetics, die war irgendwann mal dabei bei einem Pinselset. Ja, ich habe mitgenommen ein paar Pinsel. Ich benutze immer so ein und dieselben. Eigentlich könnte ich nur die benutzen und die anderen futsch. So, das war mein 104 Buffer Pinsel von Zoeva. Wie gesagt, ein bisschen Concealer drauf und ja, das war's dann. Eingearbeitet, fertig. Dann hatte ich einen Puderpinsel dabei, um abzupudern. Manchmal habe ich den auch als Bronzer und so benutzt, also je nachdem. Das war von BH Cosmetics die Nummer 2. Es hat eine tolle Größe, was nicht zu groß und nicht zu klein ist. Als Blushpinsel hatte ich benutzt den von Eva, die 126. Kann man gut als Rouge, kann man auch gut als Konturpinsel, Bronzer, Blush benutzen. Also ich benutze es gerne als Blushpinsel, weil ich finde einfach, dass es viel abträgt und viel auch abgibt. Das war mein Highlighter-Pinsel, weil ich einfach nichts Sauberes irgendwie hatte. Und man kann einfach variieren, ob man großzügig, klein, ne? Hat ganz gut funktioniert, war auch jetzt von BH Cosmetics aus einer Reihe. Das ist absolut ein Lieblingsbronzerpinsel von mir. Das ist die BH2. Das ist aus dieser Reihe hier. Ich mag das einfach, der ist sehr, sehr festgebunden. Vielleicht sieht man das auch, dass da. Oh ja, Magic nenne ich das. Kann man ganz gut verteilen, mag ich sehr, sehr gerne. Dann sind hier sämtliche Pinsel verbogen. Ich hatte mit dabei den Morphe-Pinsel für so kleinere Dateiarbeiten. Die M514 mag ich sehr gerne. Die müssen jetzt einfach alle gewaschen werden. Dann habe ich Zoeva 227 dabei gehabt. Das ist so ein flach gebundener Blenderpinsel. Also man kann entweder großzügig sein oder eben flach arbeiten. Ja, sieht ein bisschen aus wie durch den Arsch gezogen, aber ist okay. Synthetische Pinsel hatte ich nicht ganz so viele dabei, glaube ich. Obwohl, ich glaube, der ist auch synthetisch. Also die Morphe M562, super kleiner Blenderpinsel, finde ich, kann man nicht so gut arbeiten. Irgendwie macht der mich nicht so glücklich. Muss mal gucken, ob man den gut für den Innenwinkel benutzen kann. Mit dem kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Den habe ich zweimal gekauft. Einmal habe ich den ja schon im Insta-Sale, weil ich einfach nicht weiß, was ich damit machen soll. So, synthetisch. Dann habe ich, glaube ich, den auch, den M149, für so kleine Dateipinsel. Kleine Arbeiten am Wimpernkranz oder im Innenwinkel, je nachdem, was ich, wie ich Bock hatte. Zum großen Verblenden habe ich den von BH. Das ist zum Beispiel eine Nummer 4. Dann habe ich von, das ist von Müller, so eine Marke, so ein Pencil Brush, der ist sehr, sehr hart. Da kann man wirklich die Pencils gut mit einarbeiten. Ja, dann habe ich von Ebelin, ein Blenderpinsel, habe ich auch gern benutzt, so schnelle Make-ups. Dann habe ich den hier von W7, den mochte ich, das ist ja mein Lieblingspinsel. Von W7, um so Glitzertöne drauf zu packen aufs Lid, Schimmertöne. Ein, ja, ein Augenbrauenpinselchen. Ja. Von Zoeva die 224, ein kleiner Blender. Kleiner Blender. Gerne für meinen Concealer, für meine Lidschattenbase benutzt, die Zoeva Concealer Buffer 142, einfach um den Concealer gut ausarbeiten zu können, also die Lidschattenbase. Dann habe ich hier Morphe M433 gehabt, der ist ein bisschen krumm und schief jetzt durch den Transport. Sehr gerne benutzt, das ist einer meiner Pinsel, die ich immer benutze irgendwie,
habe ich das Gefühl. Dann so ein kleiner Blender, die benutze ich gar nicht immer so gerne, weil ich mich einfach, ja, vielleicht wird es im Winter besser. Mal gucken. Vielleicht kann ich auch zwei davon mal abluchsen. Mal gucken, mal gucken. M506. Dann habe ich einen Pencil Brush von Zoeva, die 230. Gerne eben im Innenwinkel. Ein 234 Lux Smoky Shader. Sehr, sehr gerne. Es ist einer meiner liebsten Lidschatten-Aufpackpinsel, weil das echt Haar sind oder so ein Gemisch. Keine Ahnung. Er nimmt gut auf und gibt auch gut ab. Das will man mehr. Und einfach den Schatten nicht mit den hellen, die komplett alles. Ne? So, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich bin mit dem Pinsel jetzt am Schluss dran. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ich werde mir die Zeit nehmen, nochmal meine Schminksammlung zu sortieren. Die wurde durcheinander gebracht, als ich nicht da war. Ja, werde nochmal alles sortieren, werde alles nochmal neu gestalten. Und dann werde ich euch auch mal eine Schminksammlung Update 2020 drehen. Was ich noch an Paletten habe, ist nicht mehr viel. Also eigentlich habe ich noch sehr, sehr viele, weil die meisten sind einfach noch in meinem Kleiderschrank und keiner will sie. Aber ich habe ja auch die noch, ne, die ich toll finde und super gerne austesten. Dann habe ich natürlich neue Lidschatten, die ich super gerne mit euch austeste. Heute werde ich auch noch ein Schminki drehen, um sie auszutesten. Aber so an sich, ihr versteht mich. Ich habe viel zu tun. Jeder hat von uns viel zu tun. Und meine Priorität ist gerade nicht YouTube. Ich muss gerade mal mein Leben selbst irgendwie in die Hand und gestalten und keine Ahnung was. Es sind viele private Komplikationen. Deswegen, ja. Ich hoffe, wir bleiben trotzdem positiv und bleiben auch trotzdem bei mir auf dem Kanal und machen so klein und langsam und keine Ahnung was, Schritt für Schritt, neue Wege und ja. Ich hoffe, ich höre jetzt mal auf zu schwitzen, dann kann ich auch mal endlich einen Schminki drehen. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich knutsche euch. Bis bald. Ciao.